Genau, hier hatten wir beim letzten Mal auch zwangsläufig Schluss gemacht. Ich hatte ja eigentlich geplant, im letzten Stream den kompletten Monat durchzuballern, aber dann war ich ja am Ende irgendwie doch ziemlich kaputt nach der Sidequest, die wir am 22. gemacht haben, und habe dann ja doch gesagt, okay, dann wäre schön gewesen, alles so ein Monat, ein Stream, aber was nicht geht, das geht nicht. Bringt ja nichts, wenn ich irgendwann halb tot auf der Tastatur liege mit meinem Kopf beim Spielen. Dementsprechend machen wir heute die Hauptmission. Wir haben beim letzten Mal auf jeden Fall erkundet, Supports, Fressen. Hier so ziemlich das Gleiche. Und hier haben wir, glaube ich, noch eine Klosterquest gemacht und die Sidequest von Annette und Gilbert. Ich glaube, wir haben auch nur noch eine einzige Sidequest übrig, meine ich. Oder? Nee, ich glaube sogar zwei, aber eine muss ich offscreen machen, weil Jan die, glaube ich, zeigt. Aber wir haben auf jeden Fall nicht mehr viele Sidequests übrig. Und ja, wie gesagt, heute dann auf jeden Fall erstmal Hauptmission in den nächsten Monat hüpfen und dann mal gucken, was so ansteht. Hinterhalt in Ailill, wie auch immer man es ausspricht. Die Gruppe reist nach Ailill, dem Tal der Schmerzen, um sich dort mit Verbündeten zu treffen und Verstärkung zu erhalten. Es sollte ein harmloser Marsch werden. Punkt, Punkt, Punkt. Das sagt ja schon alles, oder? Dann wiederum, es heißt das Tal der Schmerzen. Was habe ich eigentlich erwartet? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, was das für eine Map ist. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werde ich Schmerzen leiden, gehe ich mal ganz stark von aus. Kapitel 15 sind wir übrigens aktuell. Aber ist. Having received the Kingdom Army's plea for aid, Rodrigue has agreed to provide soldiers. In order to meet up with their reinforcements, the Kingdom Army sets out for Ailill, the Valley of Torment. Rede doch nicht einfach dazwischen, Erzähler, wie frech. Ich wollte nur gerade sagen. Wollte ich überhaupt was sagen? Kommen jetzt Gespräche? Ist auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, schon der 19. Stream, also. Das wollte ich eigentlich nur noch anschließen. This valley isn't a place I'd care to return to. After the chilliness of Fargus, I can't seem to adjust to this extreme heat. Historically, there have been battles whose outcomes were determined in part by the climate. You can't argue that this heat isn't a factor. In conditions like these, who knows what will become of our morale. Professor, be honest. How are you holding up? Ich finde es leider viel zu passend, dass wir diese Mission heute machen. Und wir haben ja auch, glaube ich, 30 Grad plus. Dementsprechend, ich fühle das. Monks once used this area as an ascetic training ground because of the intense environment. They say Ailill was born of the goddess's rage. Beziehungsweise, vielleicht fühle ich das auch, wenn ich das Outfit von Byleth auf der Gamescom trage und wir dann 30 Grad haben. Ich werde elendig krepieren. Jan aber nochmal mit seinem Outfit. Wir werden uns dann irgendwo in der Ecke finden, totgeschwitzt oder so. Und Alex, Dankeschön für 43 Monate Treue. Ab sofort ohne Amazon Prime, darf direkt in euer Portemonnaie. So muss das. If you believe the legends, this valley is evidence of the goddess's judgment, passed on humanity for its corruption. The forest that once covered the surrounding area was burnt to ash by a pillar of light that descended from the heavens. That legend fueled belief in a place of torment between our world and the next, where one's sins are purified in the cleansing flames. Nonsense. Sins are not so easily washed away. Indeed, and there are no accounts of such a place in scripture. Yet those who cannot face their own sins have no choice but to cling to the idea. I just don't think I can take this heat anymore. I think I'm starting to see things. Near those mountains over there, is it just me? Or is there a group of people gathered there? No. It would seem you are not hallucinating after all. Are those Rodrigue soldiers? No. But their banner is that of... No. It can't be. That is House Rose's banner. They curried favor with that witch
and sold out Fargus. We messed up. There must have been a spy among us. Will you have us meet them in battle, or wait for Rodrigue to arrive? There is only one option. How kind of them to save us the trouble of killing them later. Sind das nicht deine ehemaligen Verbündeten? Als ob ihn das juckt. I will not repeat myself. That banner belongs to the Grey Lion. It's a waste of breath to exchange words with one such as him. His Highness is correct. He is not an opponent whom we can expect to negotiate with. Everyone, prepare for the attack! Okay. Ich weiß nicht, ob die Stimmen leise sind. Es ist so irgendwie gerade etwas geteilt im Chat. Also eigentlich habe ich die Lautstärke so eingestellt wie immer. Die steht bei nämlich immer auf 44%. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Spiel eigenständig meine Settings nochmal umgeworfen hat. Also eigentlich müsste es so sein wie immer. Oder, andere Theorie, das Windows Update hat mein Mikrofon umgestellt. Und deswegen klingt es anders. Lass mich mal gucken. Also im Lautstärke-Mixer, Spiel ist wie immer eingestellt. Ist die Musik denn auch extrem leise? Mikrofon. Nee, Mikrofon steht bei mir auch immer auf 90%. Weil ich irgendwie einfach super leise bin. Also die Musik passt, es ist nur die Stimmen. Lustig. Lass mich mal gucken. Huch, hab ich gerade. Nee. Aber die Sprachlautstärke ist halt auf volle Pulle eingestellt. Wie seltsam. Also vor allen Dingen, wenn er mir jetzt gesagt hätte, die Musik ist einfach sehr, also alles ist quasi leise, also der ganze Ingame-Sound. Okay, aber nur die Stimmen? Und die Musik ist aber wieder okay im Vergleich zu meiner Stimme? Dann würde ich ja schon fast behaupten, dass es am Spiel liegt. Also, dass die Cutscene irgendwie einfach extrem leise war. Weil meine Einstellungen sind eigentlich alle so wie immer. Müssen wir mal beobachten. So. Lass mich erstmal gucken, wen ich mitnehmen kann. 10 Leute. Moment, Gilbert. Glaubst du ja wohl selber nicht. So, Svenja, Dimitri. Ja, du warst ja schon recht hoch. Du hast auch schon 34. 32, 32, 32. Ich muss überhaupt erstmal wieder gucken, wen ich hier habe und welche Level die so haben. 32, 32, du hast auch schon 34. 32, 30. Jetzt sind die auch alle schön oben. Nehmen wir noch Konstanz mit. So, und dann kann ich noch 3 Adjutanten mitnehmen. Wir haben ja schon einige Supports freigeschaltet. Ich würde aber natürlich dann gerne jetzt noch ein paar andere Supports potenziell pushen wollen. Heißt, Dimitri kriegt Harpy. Felix kriegt Annette. Und ich glaube, Ash und Gilbert hatten doch auch noch einen Support, irgendwie ganz random. Dann können wir den auch noch nehmen. So, wie sieht denn jetzt die Karte überhaupt aus? Ist immer natürlich smart, erstmal seine Einheiten auszubilden und sich dann die Karte anzugucken, aber ich glaube, ich kann sowieso eigentlich fast jeden mitnehmen. Sieht ein bisschen heiß aus, ja? Guten Tag, na? Was haben wir denn? Der gegnerische Kommandant wird besiegt. 29 Gegner und ich sehe 2 Truhen. Mhm. Die stehen da ja auch super nett, dass ich erst gar nicht dran komme von hier vorne. Also da werde ich direkt begrüßt. Dann haben wir hier, also eigentlich sehr schön verteilt. Dann ist da rechts
noch eine Truhe und hier links direkt beim Boss. Bei Gwendol. Okay. Könnte aber auch eine Map sein, wo potenziell noch Verstärkung irgendwo spawnt. Plus, ich weiß es nicht mehr ganz. Also ich glaube, die Dinger sind ja hier heiß. Steht ja auch quasi dran, dass man da Schaden nimmt. Kann aber auch sein, dass hier vielleicht mal irgendwie was einbricht oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht. Mal gucken. So, Bylef und Dimitri sind fest, ne? Wir könnten erstmal hier unten Leute lang schicken. Wir könnten aber auch direkt nach oben welche schicken. Da sind Bogenschützen. Flieger habe ich leider aktuell nicht, weil sowohl Konstanz als auch Ingrid halt nicht in den Klassen sind. Sylvain kann aber auf jeden Fall mal nach hier vorne. Und ansonsten würde ich einfach mal gucken, wie das so läuft. Ist halt immer so die Sache, wenn man das Spiel nicht so gut kennt, beziehungsweise vieles vergessen hat, dass man gar nicht mehr genau weiß, was passiert und wo kommt Verstärkung und was in welcher Reihenfolge und so. Deswegen muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen gucken, während man spielt, wie das Ganze so läuft. The Valley of Torment. Perhaps a good place to finish off my life as a knight. Only if that puny force of children is able to kill me, of course. That man who raises the lion's flag, Lord Gwendol. He is an elder knight who serves House Rowan. Gwendol would, without thought, fight any battle if ordered. There is no chance of negotiating with him. Aelael is a deadly place. Flames burst from the ground with no warning. Sane people usually avoid it. So the flames of torment burn your sins, your life, your everything. If you wish to spare yourself the goddess's wrath, tread lightly. Ach, Dimitri wird sich da wahrscheinlich ohne Probleme einfach drauf stellen. Okay. Dann erstmal wieder alle markieren und dann gucken wir mal. Aber das, was ich vorhin mal kurzzeitig angeschnitten habe, dass wir jetzt schon im 19. Fire Emblem Stream sind, DLCs natürlich mit einberechnet. Ich glaube, DLCs waren ja nochmal 2 Streams bei mir und 2 bei Jan oder so. Ne, also die könnte man jetzt abrechnen, aber da die natürlich zum Projekt dazugehören, sage ich jetzt einfach mal pauschal, es sind halt wirklich 19 Streams. Wir sind jetzt in Kapitel 15, das werden wir ja heute auf jeden Fall abschließen. Hätten wir am letzten Mal ja auch eigentlich schon abschließen können, also sagen wir mal Anfang Kapitel 16 oder so, dann 38, okay. Aber du hast einen Truhenschlüssel, dann könnte man da direkt die Truhe aufmachen. Ich meine, ich habe Ash dabei, aber ne, 38, das tut halt schon weh. Bist du sehr schnell? Nein. Okay. Ready when you are. Dann würde ich wahrscheinlich einfach mal Ingrid zum Unlocken hier hinstellen. Die kann leider nicht kontern. Aber dann kommt er wenigstens auf uns zu, der Kollege. So. Aber ja, finde ich auf jeden Fall echt krass. Ich meine, wir haben ja ursprünglich so ein bisschen gerechnet, ja, ein Kapitel und an einen Stream oder so, beziehungsweise ganz am Anfang, als wir die ganze Erkundung quasi noch irgendwie gedanklich ausgeklammert haben, da haben wir ja noch gedacht, wir würden so 2 Kapitel pro Stream schaffen. Mittlerweile schaffen wir ja teilweise noch nicht mal 1 pro Stream. Ich stelle mal hier hin. Aber ja, ganz am Anfang dachten wir so, ja, so 2 Kapitel pro Stream sollte ja eigentlich gehen, so gerade am Anfang. Und später dann halt nur noch 1 oder so. Ne? Und dann haben wir ja recht schnell gemerkt, oh, die ganzen Erkundungen und so. Und die Supports halt auch. Ah, das dauert vielleicht doch alles nochmal ein bisschen länger. Upsi. Dementsprechend sind wir jetzt natürlich auch schon ein paar Streams weiter. Also die Streamanzahl, allein auch die DLCs natürlich, passt nicht mehr unbedingt zur Kapitelanzahl. Zum einen, weil wir natürlich teilweise länger gebraucht haben, zum anderen, weil die DLCs noch dazwischen hängen. Deswegen halt jetzt Ende Kapitel 15 und 19 Streams, beziehungsweise heute ist, glaube ich, der 19. Stream. Also eigentlich 18 Streams, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist schon krass, ne? Ich meine, wir hatten natürlich auch schon andere Stream-Projekte, die recht lange gingen. Wenn ich da zum Beispiel an gewisse Paper Mario-Teile denke. Oder an Tales of Berseria natürlich auch.
oder auch an Pokémon-Projekte, die teilweise ein bisschen umfangreicher waren. Ne, also, wir haben schon alles gehabt. Ne? Wir haben Stream-Projekte gehabt, die gingen irgendwie... Ich glaube, das Minimum jetzt für richtige Projekte, nicht für angespielt, war, glaube ich, so 2 Streams. Jetzt ist die Fun-Frage. Kann sich irgendwer denken, welches Projekt ich meine, was wir in 2 Streams durch hatten? Und dann gibt es natürlich auch so Projekte, wo ich teilweise 20 Streams brauche. Wie zum Beispiel auch sowas wie Tales of Berseria, ne? Also wir haben da echt so alles. Wobei das echt eher die Ausnahme ist. Sowohl halt so wenig Streams als auch so viele Streams pro Projekt. Immer in Verteidigung und KP. Also ich glaube echt so, der Schnitt ist wahrscheinlich eher so 10 Streams pro Projekt. Shamir. Du brauchst noch ein bisschen Training. Schade. Hamtaro ist schon richtig. Das allererste Hamtaro-Spiel, wir haben ja quasi alle 3 gespielt. Und das erste ist ja super kurz, ist ja noch für ein Game Boy Color gewesen. Da waren wir in 2 Streams durch. Und Teil 2 und 3 haben dann jeweils länger gebraucht. Mein Teddy und ich, das zählt nicht als Stream-Projekt. Huch, da wollte ich nicht drauf drücken. So. Dann. Ja, hier weiter. Excuse me! Excuse me! Be at peace. Die Level-Ups sind irgendwie heute auch nicht ganz so nett zu mir. Vielleicht werden die ja noch mal besser. Knew you could do it. So, dann haben wir den Kollegen noch, ne? Jetzt ein bisschen verschwendet, aber was weg muss, muss weg. So, Konstanz kann hier aufrücken. Dann haben wir noch hier oben die beiden. Du hast aktuell den Stein des Wissens ausgerüstet, ja. Ist auch okay. Kann ich den irgendwie... Na, kann ich die mit einem Schwert sofort killen? Nein, okay. Hätte ja mal klappen können. 28. Ich glaube, Winchell hat schon mit die höchste Crit-Wahrscheinlichkeit. Na gut, dann müssen wir da leider durch. Oder er trifft einfach nicht. Oder du kriegst vom zweiten Mal, okay. Auf jeden Fall, was ich eigentlich, der Thronschlüssel ist schon, weil du hast, glaube ich, Stehlen nicht automatisch drin, ne? Ich nehme das mal mit und stelle mich mal leider Gottes hier auf die Lava, aber es geht gerade nicht anders. Pferdchen muss mal kurz heiße Füße kriegen. Ich hatte vorhin tatsächlich mal geguckt durch meine Playlists auf Twitch. Da steht halt immer so ein bisschen dran, wie lang quasi alle Parts, die in der Playlist sind, zusammen sind. Was ich halt super interessant finde. Das reicht so oder so nicht. Na gut, guten Tag. Scully, dankeschön für 37 Monate Treue. Super lieb von dir. Und da hatte ich mal so ein bisschen durchgeschaut, was so besonders lange Projekte sind. Und da ist mir eben Paper Mario 2 aufgefallen. Oder Pokémon Schwarz 2, die Monotype, die wir gemacht haben. Tales of Berseria natürlich. Die beiden Nier-Projekte. Besonders Nier Replicant, weil wir das Spiel gefühlt 5-mal durchgespielt haben. Nicht nur gefühlt. Und eben, ich glaube, Tales of Berseria waren 70 oder 80 Stunden insgesamt Stream-Material. Das fand ich schon krass. 35 und 35. Schluck Wasser nehme ich auch. Da wurde nämlich gerade ein Stay Hydrated eingelöst. Und 2-mal durchgelesen, ja, das auch. Aber ansonsten kommen da eigentlich gerade nur Bogenschützen, ne? Sylvain, du machst das mal. Ich lasse Felix mal hier. Wobei, Felix kann halt auch nicht kontern, ne? Ich könnte höchstens...
mal Shamir hier hinstellen. Falls irgendwer eventuell Shamir angreifen will, dass sie so ein bisschen was machen darf. Aber auch nur ein paar, nicht zu viele. Ich möchte jetzt nicht plötzlich alle anlocken. So gut ist ihre Verteidigung nicht. Ansonsten können wir ja eigentlich gebündelt auch nach oben gehen. Weil die Bogenschützen kommen ja gerade eh einfach alle runter. Dann gucken wir mal hier weiter. Was ich aber auf jeden Fall eigentlich sagen wollte. Wie gesagt, Tales of Berseria ist das längste Stream-Projekt bis dato. Aber Fire Emblem, Three Houses, ist fast genauso lang. Stand aktuell. Wer kommt denn da unten noch dran? Ach, der Kollege hier so ein bisschen mit seinem, oder die beiden Kollegen viel eher. I see. Und ich sag mal, das Projekt geht ja noch ein bisschen. Ich glaube, da ist noch nicht unbedingt ein Ende in Sicht. Dementsprechend, ich glaube, ich warte aber noch eine Runde. Das klingt jetzt vielleicht doof. Aber ich kann mich da oben ganz schlecht gerade hinstellen. Ich glaube, ich lasse die unten jetzt erstmal noch ein bisschen auflaufen und gucke dann mal in der nächsten Runde, ob ich da wegkomme aus meiner Ecke. Nee, also das wird auf jeden Fall mit Abstand das längste Stream-Projekt. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Aber es ist halt immer bei Fire Emblem beispielsweise echt schwer, so einen ganzen Gedankengang durchzusprechen, weil du musst dich halt natürlich immer wieder konzentrieren. Ich will ja auch nicht irgendwie, wenn ich gerade irgendwas erzähle, erstmal nur in der Gegend rumstehen und nichts machen. Das mache ich schon oft genug. Ich bin ja so der Typ, wenn ich streame und ich laufe irgendwo rum oder ich spiele halt in irgendeiner Form, dass ich dann im Gegensatz zu Jan sehr gerne einfach mal stehen bleibe und nichts mache, um meine Gedanken vernünftig zum Ausdruck zu bringen. Mache ich irgendwie so aus Reflex einfach, weil ich mir dann denke, nee, ich will das jetzt zu Ende erzählen, bevor ich in die Cutscene laufe, in den Bosskampf, bevor ich mich wieder konzentrieren muss. Ne, irgendwie sowas. Jan läuft ja einfach eiskalt weiter. Aber der labert auch nicht so viel wie ich. Und bei Fire Emblem ist dann natürlich immer so ein bisschen das Problem in den Schlachten, dass ich mich halt einfach auch konzentrieren muss, gerade wenn da auch viele Gegner auf mich zukommen und dementsprechend so meine Gespräche, meine Monologe, meine Gedanken immer ein bisschen abgehackt sind und ich dann immer so ein bisschen selber meinen Faden wiederfinden muss. Ich hoffe, das ist jetzt auch zum Zuhören nicht zu anstrengend, aber Strategiespiel und Smalltalk irgendwie verbinden ist nicht immer so einfach, ne? Auf jeden Fall glaube ich, dass Three Houses da locker drankommen wird. Beziehungsweise, wenn der Stream heute durch ist, vielleicht noch der nächste Stream. Und dann haben wir ja Tales of Berseria schon eingeholt von der Länge her. Und ich glaube nicht, dass wir das mit dem heutigen oder mit dem nächsten Stream abschließen werden. Also schon krass. Okay. Kuro, nein! Es ist schon leider ein bisschen makaber, das jetzt so zu erwähnen, weil Dedu offensichtlicherweise dead ist. Du reißt schon alte Namen wieder auf. Ich hoffe, das weißt du. Ich könnte mich hier hinstellen mit Dimitri. Dann kommt auch nur der eine dran. Das wäre ja okay. Damit kann ich leben. Aua! Very much aua. Ich meine, es ist eine effektive Lanze, aber... Ugh! 72 mal 2. Was? All talk and no action. Yikes. Yuri wird da gerade schon so ein bisschen gegrillt, oder? Aber ich muss da jetzt leider mal durch. Ach stimmt, ich habe ja ziemlich hohe Reichweite. Ja komm, man kann ja schon mal anschwächen, ne? Typical Dimitri. Es ist nur eine Lanze. Ich glaube, das ist die aus der Quest von Seth und Flame. Die Lanze, meine ich. Die, genau, hat auch das Keyhole. Auch wenn ich die Aussprache immer noch seltsam finde, aber es ist die offizielle englische Aussprache. Auf jeden Fall das Wappen, was Seth ja auch trägt. Und da Dimitri auch ein Wappen hat, kann er sie zumindest benutzen. Aber auf jeden Fall war ja Three Houses auch so ein Projekt, was sich halt von vielen, vielen Leuten gewünscht wurde im Vorfeld. Ich glaube, das war so das mit meist angefragteste Projekt bei unserer letzten Umfrage. Was ich immer so witzig finde, weil tatsächlich so die meist angefragtesten Projekte sind meistens die, oder sind noch nicht mal die, die meisten Zuschauer haben.
Das ist so witzig. Ich habe da ja schon öfters mal drüber gesprochen, dass man das im Vorfeld unglaublich schwer predikten kann, wie gut ein Projekt ankommt. Das weiß man irgendwie auch erst, noch nicht mal nach dem ersten Stream. Meistens muss man echt so 2, 3, 4, 5 Streams machen, wenn das Projekt dann schon vorbei ist, um wirklich zu sehen, wie gut es halt ankommt. Weil der erste Stream ist meistens noch ziemlich hypig und dann pendelt sich das langsam ein. Aber ich habe das schon so oft gehabt, dass ich mir dachte, boah, das ist voll das Hype-Projekt, das haben sich viele Leute gewünscht. Und dann war es so durchschnittlich, sag ich mal. Und dann so andere Projekte, wo ich mir dachte, nee, das ist, ja, ne, wird durchschnittlich werden, ist halt irgendein Random-Projekt. Und es war super beliebt. Also das ist, irgendwie kann ich euch immer ganz schlecht einschätzen, manchmal bei sowas. Wobei dann wiederum gibt es natürlich auch einfach Leute, die immer da sind, oder sehr, sehr oft zumindest, was ich natürlich auch sehr appreciate. Das freut mich immer total, wenn ich regelmäßig die gleichen coolen Leute im Chat sehe. Ich meine, ich freue mich natürlich auch, wenn Leute, also generell, wenn Leute reingucken, egal wie regelmäßig das letztendlich ist. Also fühlt euch jetzt nicht schlecht, wenn ihr nur ab und zu reingucken könnt oder so. Das finde ich auch cool, ne? Aber es ist natürlich dennoch schön zu sehen, wenn Leute sehr regelmäßig einschalten, ne? Ich wollte da jetzt nicht irgendwie, dass sich irgendwer schlecht fühlt, der, wie gesagt, nicht so oft reingucken kann. Das ist Quatsch, ne? Ist immer schön, wenn ihr da seid. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schön zu sehen, wenn Leute wirklich immer mal wieder mit am Start sind. Und ich glaube, es gibt halt dann auch manchmal einfach Leute, die gucken alles. Das heißt, die Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr aktiv im Chat sind, wo man sich denkt, ja, die kann ich vielleicht halbwegs einschätzen, die gucken sich sowieso alles an, was ich super nett finde, ne? Aber ich glaube, es ist dann eher so die Kunst, die Leute anzusprechen oder die Leute in den Stream zu locken, sag ich mal, die sonst vielleicht nicht unbedingt bei jedem Projekt dabei wären. Und da ist es halt super schwer einzuschätzen, was das jetzt letztendlich ist. Und das ist gerade... Oh, hi! So Cornelia has planted spies even inside Garrick Mach. The shield of Fargus has appeared. We can expect more out of him than the young ones. Oh, okay. Rodrigo sollte auch nicht krepieren. Nee, also teilweise ist das so, dann hast du so Projekte wie Hollow Knight oder wie Stardew Valley, war zwar nicht bei mir, aber ich war dabei, wo dann voll viele Leute da sind, wo ich mir so denke, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also so, ne, die Leute abzufangen, die nicht regelmäßig dabei sind und dann wirklich so was Gutes zu finden, um die Leute so ein bisschen zu angeln, weiß ich nicht, kann ich nicht. Ist bei mir einfach random. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und entweder es spricht viele Leute an oder eben nicht. Es ist so Glücksrad. Aber es ist okay. Dementsprechend mache ich einfach das, worauf ich Bock habe und gut ist. Ich glaube, das ist sowieso die gesündeste Einstellung. Wie viel Angriff hast du? 38. Aber einmal ist das okay. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz einmal den Chat noch nachlesen. Der Monolog war wieder ziemlich lang. Ich hype bei Hollow Knight für 200, also gerne mehr davon. Wir sind ja aktuell dabei bei Jan. Ich bin echt mal gespannt, wenn Silksong kommt, wie das dann so wird. Einfach Silksong nicht zu Release spielen, also ich, und dann irgendwann blind im Stream, wenn es eh schon jeder kennt oder so. Keine Ahnung. Wir brauchen erstmal ein Release-Datum. Ich finde es immer schade, wenn manche Streams sich einfach nicht gut machen, weil es nicht mehr so neu ist oder gerade gestern rausgekommen ist. Ich glaube, das ist es noch nicht mal unbedingt, weil wenn ich manchmal so alte Sachen mache, auch so Pokémon Ranger oder so, also die Sachen sind ja nicht unbedingt unbeliebt. Ich glaube, du musst halt irgendwie einfach, also ich meine, klar, mit älteren Projekten ist es natürlich schwieriger letztendlich, neue Leute anzulocken, weil ich sag mal, Leute, die auf Twitch unterwegs sind und gewisse Streams wirklich aktiv suchen, die suchen dann oftmals halt wirklich neuere Sachen. Also ich glaube, die wenigsten gehen auf Twitch und sagen sich so, oh Junge, erstmal nach Pokémon Ranger suchen. Das passiert wahrscheinlich eher seltener. Klar, also mit neueren Projekten kannst du wahrscheinlich dann eher neue Leute auch anlocken. Dann wiederum auf der Startseite random auftauchen bei Leuten kannst du mit allem theoretisch. Dann kann es wiederum sehr positiv sein,
wenn du eventuell was ausgefallenes streamst, sondern sich denkt, oh, Pokémon Ranger Stream, what? Mal reingucken, ne? Also es kann halt so oder so ausgehen. Ich finde es halt, glaube ich, eher schade, wenn Leute einfach aus Prinzip gewissen Projekten keine Chance geben. Nach dem Motto, das kenne ich nicht oder so, gucke ich nicht rein. Oder wenn ich jetzt beispielsweise Pokémon streamen würde und dann so, keine Nuzlocke, gucke ich nicht rein. Finde ich immer so schade, weil der Stream kann ja trotzdem richtig Bock machen, ne? Also das finde ich eher so. Oder auch als ich noch Let's Plays gemacht habe, habe ich das voll oft gehabt, dass Leute gemeint haben, ne, das gucke ich nicht, weil das kenne ich nicht. Wo ich mir denke, gib dem doch wenigstens eine Chance, es ist vielleicht echt cool. Sowas wie Okami oder Nier oder so, das sind so gute Spiele, aber die Leute denken sich so, nö, kenne ich nicht, gucke ich nicht. Also das finde ich immer so ein bisschen schade. Ich will den Chat einfach nie aufholen, wenn ich immer so lange über einen Chat-Kommentar rede. Ich bleib meistens bei ein oder zwei Projekten hängen, wo ich dann versuche, jede Woche aktiv dabei zu sein. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, dass man nicht immer bei jedem Projekt mit am Start sein kann. Das ist ja, also, wie gesagt, ist super schön, wenn Leute wirklich versuchen, bei möglichst viel dabei zu sein und wirklich irgendwie, ja, ihre Zeit, sag ich mal, ja, nicht opfern, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könntet ja auch irgendwas anderes machen, aber dass ihr euch aktiv dazu entscheidet, hier zu sein, finde ich echt schön. Aber das geht halt einfach nicht immer. Manchmal hat man einfach keine Zeit, keine Lust, Prioritäten liegen anders, man will nicht gespoilert werden, guckt es deswegen nicht, man will es selber spielen, hat einfach keine Lust auf das Projekt, soll ja auch vorkommen, ne, also dementsprechend ist es unrealistisch, dass wirklich jeder bei jedem Projekt dabei ist. Und eine Donneraxt, cool. Deswegen denke ich, es ist schon immer eine gute Taktik zu versuchen, so sich ein paar Projekte rauszupicken und zu sagen, yo, die versuche ich aktiv zu verfolgen. What about Xenoblade als Stream-Projekt? Ja, einfach Xenoblade 1, 2 und 3 so. Haben wir für die nächsten 5 Jahre genug Streams. Ich meine, das wäre bestimmt ein spannendes, nicht ein spannendes, ein entspannendes Projekt. So, ne, erstmal Gower Plains irgendwie, natürlich nur bei Tag für die gute Musik, erkunden und plötzlich Bossmusik hören und sich denken, aber wäre wahrscheinlich auch wieder sehr spezifisch, ne? So. Und Lucy, danke schön für 25 Monate treu. Ich bin jetzt erst bei deinem Sub angekommen, es tut mir leid. Super lieb von dir. Genieße manche Streams auch manchmal im Full Lurk. Das kann ich voll nachvollziehen. Also zu 100%. Deswegen sage ich auch immer, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute nur lurken. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist manchmal auch einfach ganz angenehm. Eigentlich kann ich Sylvain hier auch wieder reinstellen. Flupp. Ash noch mit dazu, weil da oben noch eine Truhe ist. Konstanz vorsichtshalber. Wir könnten alle ein bisschen Heilung gebrauchen. Dann fangen wir an, Mädel. Ich arbeite mich gleich im Chat noch weiter vor, keine Sorge. Aber ich will ja auch lesen, was ihr geschrieben habt. Und potenziell meinen Senf dazugeben, ohne nebenbei einen Pfeil an dem zu krepieren. Das ist auch eine Kunst. Bin aber froh, dass wir nicht so viele sind. Dann würden die ganzen dummen Leute auch kommen. Wir haben eigentlich echt Glück mit dummen Leuten, das stimmt. Wenn sie kommen, werden sie gnadenlos gemimt. Also wenn, dann möchte ich mehr coole Leute. Also ihr seid eh schon cool, aber halt mehr Leute in den Stream kriegen, die ich auch gerne da habe. Die ganzen... Aber ich glaube, für die ganzen Idioten streame ich wahrscheinlich auch... Boss? Roderick? Roderick, bist du dumm? Kannst du da bitte weggehen? Für die ganzen dummen Leute streame ich wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Wobei ich gesehen habe, dass letzte Woche irgendwer meinen Digimon-Stream gemeldet hat bei Twitch. Weil Twitch meinte, ja, wurde gemeldet, wir haben geguckt, aber alles okay. Also haben wir dir nur Bescheid gesagt, dass irgendein Trottel das gemeldet hat, aber keine Sorge. In letzter Zeit war es echt schwer, weil ich so viel anderes machen musste, aber mir egal, ob neue oder alte Spiele. Ja, du bist sowieso immer so zuverlässig dabei, obwohl du so viel zu tun hast. Ich meine, du bist dann am Ende des Streams meistens ein bisschen ruhiger. Ja. Aber das kann ich auch sehr appreciaten, dass du echt immer versuchst, am Start zu sein.